Wenn ich euch sage, denkt mal an The Walking Dead und dann denkt auch mal an Negan, dann fallen euch sicherlich ein paar Begriffe ein. Der größte Antagonist, der heftigste Bösewicht, der böseste Bösi in ganz The Walking Dead, richtig? Falsch! Denn ja, Negan ist natürlich bekannt für seine bösartigen Aktionen bzw. für seinen bösen Charakter in der Serie The Walking Dead. Aber das ist nicht mal ansatzweise das, was Negan wirklich ausmacht. Und deswegen gibt es in diesem Video heute die Wahrheit über Negan bzw. warum Negan so ein besonderer, wenn nicht sogar der beste oder krasseste The Walking Dead Charakter ist. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, in The Walking Dead gab es viele Bösewichte, aber keiner hat so ein einschneidendes oder eher einschlagendes Erlebnis hinterlassen wie Negan. Back to it. Und über Staffeln der Serie hinweg haben wir miterlebt, wie Negan unsere Atlanta-Gruppe und auch nachher die Alexandria bzw. Hilltop-Communities einfach unterdrückt und fertig macht und natürlich auch seine eigenen Menschen irgendwie mit eiserner Faust beherrscht. Uns wurde in mehreren Staffeln wirklich gezeigt, wie böse Negan eigentlich wirklich ist. Und gleichzeitig wurde uns aber auch oft gezeigt, vor allem gegen Ende der Serie, dass Negan eigentlich im Kern doch ein guter ist, beziehungsweise dass Negan mehr ist als nur der Typ mit Lederjacke und Baseballschläger. Und das Ganze drösel ich heute hier in diesem Video mal ein bisschen auf und starte mit dem Fakt, dass Negan aus seiner Sicht heraus dauerhaft in der Serie der Gute war. Denn sowohl, ich glaube, Jeffrey Dean Morgan selbst als auch der Macher der Serie haben gesagt, dass quasi die Geschichte von Negan und die Geschichte von Rick beide ziemlich ähnlich sind und vor allem halt sich auch in der Hinsicht gleichen, dass aus jeder persönlichen Sicht, also einmal aus Ricks Augen und einmal aus Negans Augen, sie beide die Helden ihrer Geschichte sind. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, dass Rick vielleicht nicht der Gute in The Walking Dead ist und halt sehr viel Schlechtes provoziert hat, nenne ich es mal. Ist auf jeden Fall hier irgendwo verlinkt. Schaut es euch gerne mal an, denn wir wissen, Rick hat schon einige böse Dinge getan. Und nicht zuletzt das, was halt Negan überhaupt auf ihn auf den Trichter gebracht hat. Das Massaker bei den Saviors bei der Satellitenstation. Denn da müssen wir einfach sagen, es war schon einfach eine eiskalte Aktion. Aber schauen wir uns mal Negans Geschichte bzw. Negans Werdegang her und vergleichen ihn mal ein wenig mit dem von Rick. Beziehungsweise lassen Negans Werdegang einfach mal wie Ricks ablaufen und wir sehen wahrscheinlich relativ früh, dass beide relativ ähnlich gehandelt hätten. Nehmen wir an, Negan wäre im Krankenhaus aus dem Koma aufgewacht und hätte seine Familie gesucht. Er hätte sehr wahrscheinlich genau die gleichen Dinge gemacht. Er wäre auf Morgan getroffen oder zumindest auf Leute, hätte ihn wahrscheinlich auch erstmal vertraut und hätte versucht, mit gutem Gewissen seine Familie zu finden und Leute zu finden, die ihm überhaupt erstmal erklären, was hier zur Hölle eigentlich los ist. Denn sowohl Rick als auch Negan sind im Grunde ja nicht schlecht oder nicht gut. Sie sind einfach ganz neutrale Menschen. Natürlich ist Rick Polizist. Ob das immer was hundertprozentig Gutes ist oder nicht, sehen wir an Shane. Aber je weiter man das Ganze auslegt, desto schneller merkt man auch, Negan würde sich ähnlich verhalten wie Rick oder hat sich vielleicht auch sogar ähnlich verhalten. Er hat neue Leute gesucht, er hat Leute gefunden, denen er vertraut, er hat Leuten gefunden, denen er nicht vertraut. Und was hat er mit diesen gemacht? Ja, eliminiert, ausgelöscht, unschädlich gemacht, wie man es auch immer nennen will. Ob wir nun Ricks ersten Kontakt mit den Menschen in der Kneipe mit Herschel und so sehen, da hat er auch nicht lang gezögert und Negan hätte wahrscheinlich auch nicht lang gezögert. Ob es weitergeht mit den Häftlingen im Prison, auch hier würde ich einfach mal behaupten, Negan hätte die gleichen Entscheidungen getroffen wie Rick. Und wir sehen, dass Negans Geschichte, wenn sie wie Ricks Geschichte wäre, gleich abgelaufen wäre, da diese beiden Charaktere relativ gleich sind und in gewisser Hinsicht beide so viel Scheiße gebaut haben, wie sie Gutes gemacht haben. Aber hier soll es ja nicht um Rick gehen, sondern um Negan und deswegen müssen wir uns natürlich auch ein wenig mit seiner Vergangenheit bzw. seiner Charakterentwicklung auch beschäftigen. Durch die Folge Here's Negan bzw. im Deutschen Hier kommt Negan oder Hier ist Negan, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, haben wir ja mehr oder weniger Negans Vorgeschichte gesehen. Wir haben gesehen, er hat eine Frau, wir haben gesehen, dass diese Lucille hieß, was uns wirklich ja so einiges in den Augen geöffnet hat, da komme ich gleich noch drauf zu. Wir haben gesehen, dass sie Krebs hatte und er mit ihr ums Überleben gekämpft hat und halt nicht nur gegen die Zombie-Apokalypse nämlich, sondern halt auch gegen ihren Krebs. Und ja, wir haben gesehen, Negan ist ein Guter und macht halt einfach nur das, um sich zu schützen bzw. halt die zu beschützen, die er liebt. Was natürlich am Ende nach hinten losgegangen ist, denn durch einen dummen Zufall, naja, verliert er halt Lucille und die Leute, die er mehr oder weniger ja dafür verantwortlich macht, sind auch mehr oder weniger seine ersten Opfer, seine ersten, ich nenne es mal böse Taten, aber auch hier könnten wir kurz den Vergleich einfach mal ziehen. Rick hätte ähnlich gehandelt. Ja, und in dieser Folge erfahren wir auch, ja, Negan hat seine Baseballschläger halt ja nach seiner Frau benannt, beziehungsweise die Aussage, die wir
so viele Folgen in The Walking Dead gesehen haben, bis zur Folge hier Sneaken, dieses Lucille gibt mir Kraft, hat nichts direkt mit dem Baseballschläger zu tun. Und auch, dass überhaupt, wenn er über Lucille redet, es hat in den wenigsten Fällen was mit dem Baseballschläger zu tun, was im Prinzip diesen Punkt, die Beziehung, auch wenn es in vielen Folgen nämlich sehr, sehr komisch wirkt, die Beziehung zu seinem Baseballschläger ist ja nun mal ein wenig verwirrend, aber im Prinzip verbindet er einfach nur seine Frau damit. Wenn ich nur an die eine Folge denke, wo er im Alexandria im Gefängnis sitzt und mit Michonne redet und im Prinzip zu Michonne sagt, er soll ihn doch bitte zu Lucille lassen, beziehungsweise Lucille ihm bringen, zeigt einfach, wie sehr er diese Verbindung mit dem Schläger aufgebaut hat in Bezug auf, dass das im Prinzip das Letzte ist, was ihm von seiner Frau geblieben ist. Bedeutet theoretisch, jedes Mal, wenn er irgendeine Rede über Lucille geschwungen hat und wir gedacht haben, er redet über den Baseballschläger, what the fuck ist mit dem seinem Baseballschläger los? Auch wo Rick ihn angezündet hat, dieses Ausrasten, auch wenn jemand anderes den angepackt hat, ohne dass er es wollte, war für uns immer so, Digga, was ist denn mit ihm und seinem scheiß Schläger? Aber im Nachhinein wissen wir einfach, der Schläger war im Prinzip für ihn seine Frau und das war das Letzte, was ihm von seiner Frau geblieben ist und er wollte es natürlich dementsprechend beschützen. Also haben wir da einen Negan, der grundlegend gut ist, einen Sportlehrer, der eigentlich grundlegend gut ist, der seine Frau verloren hat und seinen ersten Rachefeldzug geplant hat und er streift natürlich durch die Zombie-Apokalypse und, was soll ich sagen, im Prinzip will er nur Gutes und gründet ja somit auch die Saviors, was ja so viel heißt wie Retter bzw. Retterin und allein die Tatsache, dass er seine Gruppierung so nennt, zeigt das, was er ja auch immer sagt, er will Leute nur beschützen. Natürlich nennt er die Leute, dass es Ressourcen sind und natürlich hat er auch sehr viele Leute getötet, aber, und das müssen wir einfach mal wirklich festhalten, wir reden hier von einer Zombie-Apokalypse, wir reden hier von einer Welt ohne Gesetze. Und Negan hat wirklich verhältnismäßig human gehandelt, beziehungsweise wirklich nur das Nötigste gemacht, um zu sagen, hier, ich bin der Boss, tanzt jetzt nach meiner Pfeife, dann ist hier doch alles gut. Und ich muss ehrlich gestehen, im Krieg Negan gegen Rick, ich verstehe Rick nicht. Also wirklich, Negan hat so oft gesagt, hier, hör doch einfach auf, jetzt chill doch einfach mal. Und Rick hat immer wieder draufgehackt und im Prinzip weiterhin Negan provoziert, so dass er am Ende sagt, okay, scheiß drauf, euch lösche ich alle aus. Und selbst da hat er ja auch gesagt, hier die Leute in Hilltop, nicht alle töten. Wir machen nur ein Zeichen, wir setzen ein Zeichen, wir töten sie nicht. Und auch hier wollte er im Prinzip einfach so viele Leute wie möglich retten. Denn so ist Negan halt einfach im Kern. Er ist im Kern kein wirklicher Bösewicht. Im Kern ist er ein Guter, der einfach versucht, das Leben wieder so halbwegs möglich zu machen. Das heißt, so viele Leute zu retten wie möglich. Die Lebensbedingungen sind natürlich keine Frage, darüber müssen wir nicht reden. Die sind vielleicht ein bisschen scheiße, aber sehen wir mal, allein das Königreich. Es hat funktioniert. Die Leute haben glücklich im Königreich gelebt. Und nach Ende des Krieges sehen wir halt auch einen Negan, der sich mehr oder weniger geschlagen gibt, beziehungsweise halt auch einfach wirklich am Ende ist. Er möchte nicht so leben, er möchte nicht in Gefangenschaft leben, er kann das nicht, er würde lieber sterben, um bei Lucille zu sein, als weiterhin in Gefangenschaft zu leben. Nicht aus dem Punkt, dass er nicht mehr die Oberhand hat oder dass er nicht das Ganze anführt, sondern einfach aus dem Punkt, er hat einfach keinen Lebenssinn mehr. Dann tritt eine Person in sein Leben, was ihm wieder mehr oder weniger einen Sinn gibt, und das ist Judith. Und man muss einfach sagen, Judith und Negans Verhältnis ist einfach der Hammer. Das ist ein super krasses Verhältnis und es wird super geil in dieser Serie gemacht. So viele Punkte, wie Judith von Negan lernt, aber Negan auch so viel von Judith lernt. Allein jedes Mal, wenn er flucht und sie sagt, so von wegen, hier, ich bin noch ein Kind, entspann dich mal, hier, pass mal auf, was du sagst, so ungefähr. Es ist göttlich. I told you there was nothing out there. You sure as shit did. Language. I'm a kid, asshole. Und auch in Gefangenschaft, hat man ja später gesehen, hat er versucht, so weit es geht, zu helfen. Ob es in diesem arschkalten Winter war, hat er versucht zu helfen. Oder auch später im Allgemeinen. Er hat immer versucht zu helfen, hat gesagt, hier Leute, ich kann helfen. Ihr müsst mich halt auch einfach nur lassen. Natürlich hatte jeder Angst davor, was passiert, wenn sie ihn freilassen. Und es ist auch verständlich, weil das, was er gemacht hat, ist ja nun mal nicht so die feine englische Art gewesen. Aber wenn wir uns dann weiter den Fortschritt ansehen und Negan halt rauskommt und das mit den Whisperern anfängt, ob es jetzt die Beziehung zu Lydia ist, wie er sie mehr oder weniger verteidigt, ob es nachher der Fakt ist, dass er die Whisperer infiltriert, Alpha tötet und mehr oder weniger für Carol hier arbeitet und somit ja auch zeigt, okay, hier, ich bin wirklich jetzt einfach da, um zu helfen. Ich will niemandem was Böses mehr. Ich möchte einfach nur helfen. Für mich einer der größten Twist-Punkte war einfach, wo er auf diesen einen Jungen da getroffen ist, der auch von den Saviors war oder zumindest von denen gehört hat, der dann auch so übel einen auf, ja, hier böse, der gute Negan, rah, rah, hier Baseballschläger, bitte zu deiner alten Kraft, und dann treffen die auf diese Frau und ihr Kind und dieser Typ tötet sie, und das war halt der Moment, wo Negan gedacht hat, okay, ich habe wirklich damals die falschen Werte vermittelt. Eine Einsicht mehr in Negans Leben und auch eine Charakterentwicklung mehr. Wenn wir dann ans Ende natürlich von Negans Storyentwicklung Stand jetzt springen, ist natürlich auch die Tatsache, wie sehr er
seine Taten bereut. Es gibt so viele Taten, die er bereut, auch wenn er es in manchen Szenen einfach nicht wirklich sagt oder es sogar extra nicht sagt. Aber er bereut es und er würde es super gern wieder gut machen und er versucht halt jetzt einfach wieder ein neues Leben aufzubauen mit seiner neuen Frau bzw. ihrem kommenden Kind und auch in Bezug auf Maggie. Ich finde die Szene, wo sie dagegen, ich weiß nicht, die kämpfen gegen das Commonwealth, aber halt dieses Infiltrieren von diesem Gebäude und alles Mögliche, finde ich super geil, wie da Herschel kommt und er Herschel dahinsetzt und zu Maggie sagt, hier, er ist hier, aber keine Angst, ich beschütze ihn. Dieser Spruch oder dieses Gespräch zwischen den beiden am Funkgerät, pure Gänsehaut für mich. I'm coming to you. No. You stay with Annie. Negan. You're safe. All right, you stay focused. If anything happens to him, it'll have to happen to me first. Und er weiß, dass Maggie ihn abgrundtief hasst und trotzdem macht er das. Und er will einfach ja nur damit zeigen, okay, hier wirklich, ich habe meine Taten bereut. Ich möchte nicht, dass ihr mir verzeiht, aber ich möchte zumindest, dass ihr mehr oder weniger sagt, okay, wir haben es verstanden, es ist okay und alles, ne, ist jetzt scheiße gelaufen. Und spätestens der Moment, wo Negan mehr oder weniger sich für die Gruppe opfert und sich hinknien will, da wo sie beim Commonwealth da, sag ich mal, als Häftlinge am Arbeiten sind, wo er sich da hinkniet und quasi wie Abraham damals und Glenn fürs Team einen einstecken wollen. Und er sagt, hier ist es vollkommen okay, ich werde mich hier für euch jetzt opfern, das ist mein Wille. Das war der Moment, wo Negan quasi mit allem abgeschlossen hat. Darüber hinaus war ihm alles egal. Das war der Punkt, wo er gesagt hat, okay, und hier erfüllt sich quasi meine Bestimmung, was ihm ja letztendlich dann leider genommen wurde, mehr oder weniger. Aber wir sehen, wie viel Vertrauen er sich bei den Leuten dadurch gewonnen hat. Und das war super krass und super emotional einfach. Das war für mich Negans Charakter perfekt rund abgestimmt, weil er gesagt hat, okay, komm, so hat es mehr oder weniger die Reise hier angefangen und so soll sie enden. Ich werde mich jetzt hier dann an der Stelle opfern und dann ist auch alles rein mit mir im Inneren. Einfach nur fucking heftig. Und auch das letzte Gespräch stand jetzt zwischen Maggie und Negan war unfassbar krass. Wir sehen, wie er wirklich so eingesteht und mehr oder weniger schon fast darum bettelt, beziehungsweise Maggie einfach nur erklären möchte, wie leid es ihm tut, was er getan hat und dass er es unfassbar gerne rückgängig gemacht hat. Und man kann sagen, was man will und es gibt auch so viele Punkte, die quasi dafür sprechen, dass Maggie ihm niemals verzeihen wird. Ich persönlich bin der Meinung, sie hat ihm das schon mehr oder weniger verziehen, aber sie möchte es halt einfach noch nicht wahrhaben, beziehungsweise sie möchte es nicht zeigen, dass sie ihm verziehen hat. Und wenn wir natürlich jetzt noch auf die Zukunft mit Dead City sehen, wir wissen, Herschel wird entführt, heißt Maggie und Negan werden zusammen ihn zurückbekommen wollen. Negan wird aus irgendwelchen Gründen, hat er ein Kopfgeld, beziehungsweise wird gejagt. Anscheinend hat der Einfluss der Saviors so Anklang gehabt, dass es irgendwie, weiß nicht, bis nach New York durchgedrungen ist. Finde ich bis jetzt sehr weird. Aber um auch hier einfach meine Prediction zu stellen, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin der Meinung, was ich ein sehr schade Ende für Negan fände, aber was auch sehr krass wäre, dass er sein Leben lässt, um Herschel oder was noch krasser wäre, finde ich, um Maggie zu retten. Es wäre super schade, weil ich finde, ein Wiedersehen mit Rick wäre krass, wäre super heftig. Mal gucken, ob wir das bekommen, aber sowohl das eine als auch das andere Ende wären einfach heftig. Ja, wie gesagt, am Ende finde ich, ist nur noch zu sagen, Negan war nie wirklich böse. Natürlich hat er keine guten Sachen gemacht, aber wie gesagt schon erwähnt, Rick hat auch nicht immer alles super toll gemacht, auch Daryl nicht, auch Michonne nicht, auch Maggie nicht. Keiner von denen hat wirklich nur Gutes getan und ich muss einfach sagen, Negan ist sowohl der Charakter in The Walking Dead mit der heftigsten, größten und umfangreichsten Charakterentwicklung. Das geht über alles und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da kein Charakter rangeht, der so viel Charakterentwicklung von wirklich, Lucille stirbt damals bis hin zu er opfert sich bzw. er entschuldigt sich bei Maggie. Daran kommt kein Charakter von The Walking Dead. Bin ich mir fast sicher. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr einen habt. Aber das ist schon, Negan ist wirklich. Also man merkt einfach, Negan soll im Kern auch nicht böse sein, sondern im Kern eigentlich gut. Nur er sollte halt den Bösen raushängen lassen. Wie der Macher der Serie ja auch schon gesagt hat, Negan wird quasi wie eine Atombombe für die Serie sein und danach wird nichts mehr gleich bleiben. Das hat er geschafft. Dafür musste er das Bösewicht-Image bekommen. Aber am Ende des Tages, wenn wir die Story aus Negans Sicht erzählen, ist er nicht wirklich schlechter oder besser als Rick oder die anderen Überlebenden. Und das ist mehr oder weniger die Wahrheit bzw. der Grund, warum Negan der krasseste Charakter eigentlich ist. Also wirklich, es ist, der Negans Charakter ist so viel tiefgründiger, als man einfach denkt. Und ich hatte das Bedürfnis, das mal in einem Video zusammenzufassen, wegen Dead City, was ja auch demnächst mehr oder weniger starten wird. Es ist einfach für mich so wichtig, dass Negan ist ein krasser Bösewicht. Um Gottes Willen, die Rolle des Bösewichts spielt er perfekt, aber Negan ist halt einfach mehr als nur der Typ mit dem Baseballschläger, der irgendwelchen Leuten die Köpfe einschlägt. Negan ist wirklich vielseitig und es ist verständlich, dass er einer der Lieblingscharaktere der ganzen The Walking Dead Community ist. Kann man einfach nicht
leugnen. Und das, wie gesagt, sowohl als Bösewicht, als auch später mehr oder weniger guter 50-50-Antagonist. Und zum Abschluss kann ich nur noch sagen, schreibt mir gerne eure Meinung zu Negan in die Kommentare. Was haltet ihr von Negan, beziehungsweise seid ihr Negan-Fan? Seid ihr eher zum Team, yo, Negan ist böse und sollte auch böse bleiben? Oder gehört ihr auch zu denjenigen, die sagen, hier, Negan ist zwar böse, aber im Kern wollte er nie ein Bösewicht sein, sondern er wollte einfach nur alles richtig machen und die Menschen retten. Ob das an allen Ecken geklappt hat oder nicht, das sei mal dahingestellt, das haben wir aber auch schon gemerkt. Und wie gesagt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht wirklich einen Charakter habt, wo ihr sagt, nein, dieser Charakter hat noch mehr Charakter Entwicklung durchgemacht, weil ich bin wirklich der festen Überzeugung, es wird keinen geben, der das hat. Maggie hat viel durch, aber nicht so viel wie Negan, würde ich sagen, obwohl auch in den letzten paar Staffeln extrem viel auf einmal durchkommt. Aber ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und abschließend kann ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch liebend gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch wenn ihr den Kanal abonniert, checkt den Kanal wirklich gerne mal aus. Hier gibt es alles Mögliche, wie gesagt, zu Filmen, Serien, viel The Walking Dead momentan, wir wissen es, aber alles mögliche, Theorien, Fakten, Filmreviews, Trailer-Reactions, alles mögliche gibt es hier zu sehen und wenn euch sowas gefällt, könnt ihr gerne hier bleiben, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ohne jetzt weiter rumzulabern und das Video weiter zu strecken, würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächstes Wochenende dann im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie immer, aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.